Dann geht's hier los jetzt. Molten Core Run. Chance auf die Priesterquest. Es wäre so schön. Oh mein Gott, bitte. Dann wird es mir aber schwerfallen, was ich morgen streame. Mass Effect weiter? Oder will ich die Quest mit dem Priester machen, um Segnung zu kriegen? On the fly, los geht's. Ach, Ziel ist nicht in Sichtfeld. Heilen. Jetzt habe ich gestern den ganzen Tag mit dem Pala geheilt und jetzt bin ich hier komplett durcheinander von dem, was ich drücken muss. Läuft nicht. Fehlt noch eine Person auf der Prio. Ich kann es absolut nicht sein, weil... Ist halt so. Weil zweimal mit denen, mit zweimal ist das uralte Blatt gedroppt, also theoretisch darf dann heute auch mal das Auge droppen. Das wäre halt so schön, dann würde ich in BC mit meinem neuen Main mit Segnung reingehen. Das fühlt sich dann schon richtiger an, alles, finde ich. Ich kann nichts looten. Ah, das ist schön. Oh. Ja, Molten Core ist einfach wirklich so ein cooler Kult, welch ich mag. Denn hier passiert einfach nicht viel eigentlich. Aber man ist mit 40 Leuten unterwegs. Das ist trotzdem ein Raid, der Spaß macht, finde ich immer wieder.
Nein. Weg. Ja, sehr schön. Dann kann jetzt mal Mana trinken. Und dann war jetzt gleich beim ersten Boss, beim neuen Luzifron. Und mal gucken, wie das aussieht dann mit der Prio. Hier ist jetzt gerade nicht wirklich was zu tun. Oh, wenn jetzt hier, warte mal, die Beinhose der Prophezeiung droppen sollte. Ja, dann melde ich da einfach würfeln. Alle Drops, die ich auf Prio gesetzt habe, wenn sie kommen, sind sie mein. Aber leider nicht die Hose der Prophezeiung, da hat tatsächlich noch ein anderer drauf gesibbelt. Die Cursen! Sehr schön, da war der erste Boss. Stulpen der Macht des Tänzes des Feuers, Stiefel der Arkanisten und Filiant des einlullenden Schusses. Kriegerhandschuhe brauche ich nicht. Ich habe mit dem Krieg abgeschworen und bin jetzt zum Priester geworden. Nee, kann ich nur in dem Spiel nehmen. Ich freue mich auch gleich aufs Abendessen, ich habe echt Hunger. Ist auch jetzt wesentlich entspannter als Mass Effect noch. Aber ich hätte gerne die Stelle eigentlich noch zu Ende gespielt. Ist jetzt halt blöd gelaufen.
Schön diese spannenden Kanonengruppen. Aber manche heilen einfach nur, damit sie oben sind. Aber wenn hier keiner Leben verliert, wie soll ich denn da heilen? Dann mal ab geht's. Ich buffe hier schon mal ein bisschen Anti-4, dass bei Magmadan hier nicht rumgefiert wird. Das ist schon in Ordnung. Easy peasy. Ah. Des Namens willen kriegt Maxi auch noch einen 4-Schutz. Ja, schön, wenn in Berserk-Haltung Tank ist, aber wenn ich gefeiert werde, werde ich gefeiert. Da ist Magma da auch down, down. Wunderbar. Oh, Schläger mal. Forward. Ein Plan der Macht gibt es nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay. Jetzt geht's weiter zu Gehennes. Gehennes. Gehennas. Wie auch immer.
Ach, haben wir die ersten zwei Bosse schon geschafft. Die einzigen, die so einen extra Weg bedeuten. Berufe von meinem Priester sind auch schon für BC alle vorbereitet. 300 Kräuter, 300 Schneider. Kochen und Angeln ist auf einem sehr guten Weg. Dank aber, dank Hilfe, habe ich nicht alleine gemacht. Auch schon sehr gut. Fehlt noch Segnung und der Charakter wäre fertig für TBC. Dann können wir das. Dann können wir das soweit abhaken. Classic. Wir müssen mit dem Hauptcharakter jetzt, mit dem Priester. Mit dem Parler habe ich noch viel zu tun, aber das wird den Stream nicht betreffen. Weil das nächste Zeit streamen könnte. Außer ich würde das Mount kriegen, ja. Das wäre vielleicht noch was anderes. Und ansonsten gucken wir halt im Mittwoch, ob wir uns einen Schamanen erstellen. Aber kann auch sein, dass ich das Offstream mache, dass wir dann jetzt. Dass wir sonst erstmal jetzt erstmal nur noch Mass Effect streamen. Ausnahme ist, wenn ich die Priesterquest hier kriegen sollte. Na, wenn ich die Priesterquest mache, das würde ich dann halt auch noch streamen. Weil es wäre ja noch ein bisschen Content. Ich weiß selbst nicht, was mich da erwartet. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Wahrscheinlich heilen, ja, aber sonst keine Ahnung. Lass es bleiben, Mann! Einen Hund. Nero, lass es jetzt bleiben, Mann. Boah, ich muss ja gerade echt aufpassen, weil die Katze, der Kater die ganze Zeit mit dem Headset-Kabel spielt. Hoffe, er kriegt es gleich hin, das sein zu lassen. Gerallt. Ja, sehr schön. Guter Kater. Einmal zweimal anmutzen und dann kriegt er das auch gebacken. Willenskraft und Wille in verringert. Ja, das finde ich nicht toll, würde ich sagen. Okay. Wir haben noch 54 Minuten für unsere Abschlussbestzeit, also für meine persönliche. Ja, die waren wahrscheinlich schon mal schneller, aber großer Steinschildtrank. Schick. Hier braucht auch irgendeiner im Raid nur noch die Garfessel, um Thunderfury zu haben, wäre natürlich auch schön. Das ist auch das Einzige, was hier gelockt ist vorher. Kann man dann auch verstehen. Ist ja eigentlich auch ein Gilden-Raid hier. Von, wie heißt denn die Gilde? Arcanum Novum. Genau. So heißt die Gilde. Und ja, die sind einfach nicht genug und nehmen halt den Rest mit. Aber es hat sich so eine Stammgruppe daraus richtig entwickelt. Mit Rebellious, Praetor, Sauerkraut. Also wirklich richtig guten Leuten hier vom Server. Bin halt nur bei Zufall reingekommen, weil die halt recht großzügig sind mit den Mitkommen-Bedingungen und sagen halt, ja, wenn du grün-blaues Gear hast, hol dir bitte einen Oni-Buff vorher, einen ZG-Buff und dann ist das trotzdem in Ordnung. Ist ja auch richtig, ne? Molten Core ist ja jetzt nichts, was einen vom Anspruch her weghaut. Muss man echt nicht übertreiben. Bindung des Arkanisten.
Guck mal, ist richtig die Sonne raus. Kann ich vielleicht auch noch Balkontür aufmachen? Ne, auch schön. Und das AHA darf auch wieder aufmachen. Das Inventar bei meinen Chars, das ist so teilweise mit Müll voll, aber nicht so mit Müll zum Händler, sondern Müll AHA. Hm. Risiko. Und ab geht's gegen Gehannes. Schön. Handschuhe der Prophezeiung. Habe ich. Handgelenkschutz der Stabilität. Leder. Oh. Ja, du ihn glaube ich recht gut. Kam. Mal erstmal mit Mana trinken. Dann sind wir gleich mal bei Gar. Bindung lassen Arm stehen. Oh, jetzt geht's hier schön in den Gang rein. Wo ist eigentlich dieser Fritschi-Krieger hier? Den kriege ich nie. Der ist immer, läuft immer sonst wo rum. Bin immer noch sehr gespannt, ob ich das heilen auf Dauer mir den Spaß bereitet, den ich mir erhoffe mit BC. Gute ist, dass einige Twinks in der Hinterhand sind, um mir den Spaß dann aufrechtzuerhalten, falls der Heiler es nicht wird vom Spaß her. Bis jetzt sage ich ja, macht das Heilen echt Spaß. Vor allem, wenn es dann auch der einzige Heiler ist, den ich habe, weil der Parler ja Tank wird. Glaube ich, könnte mir das schon Spaß machen. Wenn ich das mit den Twinks auch noch heilen würde, wäre das, glaube ich, was anderes. Obwohl der Schamane, der schreit auch ein bisschen nach Heiler, weil der einfach so stark ist mit BC, ne?
Da schauen wir mal. Ja, heute mal. Einmal. So, erstmal Mana trinken wieder. Wieso? Mit Burning Crusade sind die ja nicht mehr so groß. Im Burning Crusade gibt es nur noch 10er und 25er. Naja, eventuell wollen wir ja noch Oni machen, bevor BC rausgeht, dass du zumindest einen siehst, der nicht lang geht und wo auch nichts schief geht, wenn du sterben solltest, glaube ich. Also, aber den schafft man halt immer. Ja, aber sie werden auch ein bisschen anspruchsvoller dadurch. Es ist jetzt nicht mehr so leicht wie ihr zum Teil. Mal wieder alles Dekörsen hier. Mein. Diese Dekörs in den Wolfenchor. Ja. Normale Indies gehen ja eh. Und dann gucken wir einfach mal. Wir müssen ja immer wieder leveln. Da haben wir die Hälfte der Inni schon ungefähr hinter uns. Dann kann ich ja vielleicht doch gegen 9:30 mein Abendessen einplanen. Ich freue mich, ich habe Hunger. Und wie gesagt, bei Mario Domus Executors entscheidet sich dann auch, was wir morgen streamen werden. Entweder Mass Effect oder halt die Priesterquest. Wenn die Priesterquest endlich droppt, dann muss ich den Priester auch nicht klonen, weil ich das, was ich haben will, doch noch bekommen habe. Ja, natürlich auch schön. Das, was ich unbedingt mit dem haben möchte. Mal sehen. Wenn es droppt, bekomme ich es auch. Also so ist es nicht. Ich muss also jetzt auch nicht wirklich drum würfeln. Wäre halt schön, wenn es so wäre. So, Boss ist tot. Dann noch hier die Ads geklöppelt. Na, war es das jetzt da mal? Was ist denn da los? Ja, das ist schon. Was haben wir denn da? Kopfschuss des Nachtmeuchlers. Für den Schurken. Magma gehärtete Stiefel. Helm des Szenarios. Wunderbar, da hat man nämlich so ein Geweih. Ist das nicht was Tolles? Traumhaft. Langsam wird es interessant. Alle drei Items, die ich aufgeschrieben habe, kommen jetzt bei den
letzten Bossen, bei dem übernächsten, bei dem überübernächsten, bei dem überübernächsten. Das, weil das letzte, was droppen kann, ist das allerwichtigste. Der Rest wäre aber zumindest schon mal ganz cool. Mal sehen. Komm fix durch. Heute Abend werde ich dann erstmal schön Füße hochlegen, dann noch ein bisschen mit dem Parler bei Bergbau farmen, damit er seine Schmiedekunst vorwärts kriegt. Mass Effect geht hier offscreen nicht. Ist auch nicht schlimm, weil das ist mit Wahnsinnsspielen auch immer recht anstrengend. Kann man ein bisschen entspannt sein. Kriegen die wieder alles aufs Gesicht. Nein. Oh. Okay, normal trinken. Einen haben wir schon. Boss noch, Shazra, der hätte die Stiefel. Das wäre traumhaft, weil wir haben immer noch die grünen ollen Runenstoffstiefel. Das reicht irgendwann mal. Ja, darf auch jetzt mal was Vernünftiges werden. Aber vorher machen wir jetzt noch Geddon, der ist relativ pumpe. Ne? Aber wie gesagt, ich verzichte auf alles für die Quest. Also das ist mir jetzt relativ egal. Muss auch gar nichts droppen. Dann.
Nicht so schwer. Da kommt Geddon. Großmarschall, natürlich. Kein Problem, go, go, go. Sehr schön. Stiefel des, nee, Siegel des Erzmagiers, das ist so ein komischer Ring, braucht keinen Arsch. Stiftung der Gerechtigkeit von Baladin, nö, nö. Elf, elf. Kürzen, oh, oh, oh. Goldbulle. Wollte Goldblüte sagen, wäre aber für einen Magier auch ein bisschen passender, oder? Als Goldbulle. Ach, wohl, das ist wahrscheinlich ein Booster, ne? Aber nice, dass der Paladin mit TBC so der gute Booster sein wird, weil dadurch, dass ich da recht zeitnah einen auf 70 habe, kann ich da vielleicht echt ein bisschen Geld scheffeln.
Ah, sind gut in der Zeit. Das dauert ja hier nicht lange. Lange Raids kommen erst wieder mit TBC und dann Montag, Mittwochs 20 bis 23 Uhr. Eieiei. Da wird dann Zeit, haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr. Bisschen mehr WoW Raids im Stream. Normalerweise waren es ja mehr die Retail Raids, aber ich glaube, obwohl ich Bock auf Sylvanas hätte, werde ich Sylvanas nicht spielen. Im Moment null Bock aufs Retail. Ich block mich nicht mal mehr ein, um die blöden Missionen abzuschicken. Also. Deswegen. Keine Ahnung. Einfach kein Spaß dran. Im Moment überhaupt gar nicht. Was schade ist. Ich glaube, Retail macht halt Spaß, wenn du wirklich eine M-Plus-Gruppe hast. Eine ganz, ganz feste, mit der du so zwei, dreimal in der Woche einen schönen zusammen im Teamspeak Hangs Discord und dann glaube ich macht das Spaß, aber sonst. Jawohl. Schatzra. Jawohl, ab geht's. Basra muss sterben. Nur hin. Oh, 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 oh. Handschuhe des Arkanisten. Oh Mann, ey, so ein Kack-Loot hier. Und Feuerschuppen, Beinplatten. Nur Schwachsinn. Okay, nun geht's weiter zum Sulfuron Herold. Ein sehr spannender Boss, der war sogar in Classic damals, konnte der nix.
ist der Goldemark. Er hat meine Robe vielleicht. Vielleicht. Obwohl alles gekürzt ist, habe ich keine Ahnung mehr. Sehr gut. Gekürzt Meister hier. Wohlwollend Hydraxianer. Wer hätte das noch gedacht mit einem Twink? Wahnsinn. Aber ist halt so. Moltenko macht Spaß. Es gibt hier was zu holen. Und ja. Und Ragnaros ist einfach nur cool. Auch wenn der Verheiler ja absolut rein gar nichts hat. Außer die T2-Hosen. Ja. Heilen. Oh, oh, Benarius. Wo ist denn? Ach so, weil die doch alle da bleiben, stehen bleiben, wo sie wollen. Aber Will Alox ist eigentlich auch ein cooler Stab, so ist es nicht. Mir geht es eigentlich mehr um diese, dass ich auch die Quest mal gespielt habe. Und Segnung an sich ist einfach, hat einfach so eine, ja, ne? Ist halt schon geil, wenn du so eine Klasse hast, die sowas Klassenspezifisches hat, dann möchtest du das halt auch gerne haben. Und darum geht es halt einfach mehr darum. Also für 2 Wochen ist es jetzt eigentlich auch nicht mehr notwendig, aber hätte es halt gern. Ich habe eine Zeit lang gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich noch andere 60er habe, weil ich auch viel Retail gespielt habe. Aber dadurch, dass sich da drüben nichts tut in Shadowlands von Seiten Blizzard und unsere Gilde auch so gut wie auseinandergefallen ist, habe ich halt wieder Classic für mich entdeckt. Assassin's Creed war vorbei. War schon gut. Ja, ist aber alles gut. Hab jetzt hier eben alles vorbereitet in der Pause. Gibt's freitags mal einen längeren Stream, muss ja auch mal sein, ne?
Oh, Bosskampf Numero. Weiß ich nicht. Das geht ordentlich. Sulfron Herold wird jetzt bekloppt. Gekloppt, nicht bekloppt. Oh Mann. Und jetzt kommen wir langsam zu den entscheidenden Phasen der Innie. Zu den Highlights. Golemak kann was haben. Eurodormos kann was haben. Und Ragnaros ist einfach ein Highlight, weil er einfach immer noch schweinegeil aussieht. Und mit heutigen Raid-Bossen finde ich optisch immer noch mithalten kann. Also, von der Optik, ne? Nicht vom Kampf. Aquamarin. Schulterklappen, Nachtmeuchler, Schurkenschultern. Die sind sehr hässlich. Jawohl. Eine Viertelstunde noch. Oh, wird kein Rekord-Rate, aber es ist doch stabil schnell. Attacke Golemak. Hier ist ein Hund.
Teufelsherz oben schon wieder. Gewand für einen scheiß Druiden. Probe gibt es also auch schon mal nicht. Aber wie gesagt, das wäre mir egal. Beim nächsten Boss kann die Priesterquest droppen. Und das ist alles, was ich möchte. Mehr will ich überhaupt nicht. Das ist mein Hauptgrund, hier überhaupt in Molten Core mitzugehen. Klar ist der restliche Loot auch immer schick, den ich schon habe. Hier die 3 T1 Teile, die ich bekommen habe bis jetzt. Ne? Aber der Stab ist halt der Ansporn dafür. Oh komm, bitte, 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 bitte. Und bitte. Jetzt das Auge der Offenbarung. Bitte, gib's mir. Hab ich auch eingegeben, ne? Mal kurz gucken. Das Auge der Offenbarung ist Prio 1 bei mir. Ja, ist gut. So. Ja, bitte, bitte, bitte. Dann muss ich wieder das Auge der Schatten im AH noch kaufen. Weltbosslord Kazak. Ja. Und dann hätten wir die Segnung. Mega stark. Mega cool. Kann man umändern in den Schatten. Das ist der Holy Priest Variante davon. Und das ist die Schattenpriest Variante davon. Die kann man immer umwandeln. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich hoffe. Na, es hat natürlich jetzt was gedauert, ne? Die Schutzrunen wurden zerstört. Da ist der Boss. Vernichtet alle Ungläubigen, meine Brüder. Da ist der Boss. Bitte gib mir meine Quest. Dann ist mein Priester endlich komplett. Und ein würdiger Main vor allen Dingen. Oh.
Go, go. Schwächliche Sterbliche. Niemand fordert die Söhne der lebenden Flamme heraus. Haltet ein, Sterbliche. Haltet ein, ich gebe auf. Ich gebe auf. In eurer grenzenlosen Unverfrorenheit wolltet ihr die Geheimnisse der lebenden Flamme an euch reißen. Schon bald werdet ihr die Leichtsinnigkeit eurer Suche bereuen. Ich werde euch nun verlassen. Es ist an der Zeit, den Herrn dieses Hauses herbeizuführen. So, ab nach Ragnaros. Wenn ihr eine Unterredung mit ihm wünscht, werdet ihr diese mit euren armseligen Leben verzahlen. Solltet ihr es dann noch wagen wollen, so sucht ruhig seine Ruhestätte auf. Das kann nicht wahr sein, dass wieder diese scheiß Jägerrotze droppt. Mann. Boah, ey, da fängt es das Kotzen an, ehrlich. Halt so beschissen. Jetzt kommt dieser scheiß Pre-Patch und dann musst du dich halt entscheiden, ob du den dann klonen willst, ey, nur damit du den Stab noch kriegst oder was. Das ist halt Kacke. Ach nee, was doof. Auch eine Rune hinten drin, ne?
Also das ist ein ganz normaler Frist sein. Ja, aber doch. Mega ätzend, dass dieses blöde Blatt für die Scheißjäger immer droppt. Mein Gott, ist das nervend. Aber da machst du halt echt gar nichts. Mann. Ist halt echt die Zeit auch knapp. Ich will halt eigentlich nicht klonen, weil ich keinen Bock habe, Geld dafür auszugeben. Und dann da den Stab zu kriegen, vielleicht noch auf dem Era-Server. Und dann den Priester da trotzdem nicht mehr zu spielen, weil ich ja nur den Stab will. Einmal die. Sie tragen Norus, den Feuerfürsten, er, der schon uralt war. Als eure Welt noch jung war, verneigt euch vor ihm, Sterbliche. Verneigt euch vor eurem Untergang. Zu früh. Ihr habt mich zu früh erweckt, Exekutus. Was ein Fotos machen. Zu bedeuten? Anders gehalten, Nostalgiebilder hier oder was auch immer. Diese so. Ungläubigen Sterbliche, den Endboss. Nee, ich werde deswegen nicht klonen, ich werde nicht 15 oder ich werde das Geld nicht dafür ausgeben, nur weil ich den scheiß Stab nicht kriege. Vielleicht komme ich im Nachhinein nochmal dran. Vielleicht komme ich bis PC ja noch dran, weil die meinen hier schon, dass sie so weitermachen wollen, noch bis zum Release mit den Raids am Sonntag. Vielleicht kriege ich ihn dann ja noch. Aber deswegen extra zu klonen ist halt totaler Quatsch. Ich spiele halt Ära dann nicht. Leveln kann man ja trotzdem noch schön. Ja, von daher. Okay. Los geht es. Und zu euch, Insekten. Mutig habt ihr nach der Macht von Ragnaros gesucht. Nun sollte ich einen Tanker von mir erfahren. Oh, ich kann die Milis nicht heilen. Das ist blöd, ne? Das Feuer wird euch läutern. Oh. Spürt die Flammen von Sulfur und Insekt, das Feuer wird euch läutern. Das Feuer wird euch läutern. Hört die Flammen von Sulfur. Das Feuer wird euch läutern. Das Feuer wird euch läutern. Haben wir jetzt keinen Weib-Bairagi, Alter. Komm, muss jetzt nicht sehen. Was? Spürt die Flammen von Sulfur. Oh, Bubu. Alle nicht in Reichweite hier. Ah, oh, und das war's.
Jo. Sehr schön. Hat leider nicht geklappt mit dem, mit der Priesterquest, so wie immer. Da ist einfach immer wieder Pech angesagt bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt echt schade, weil. Ja. Ne, weil alle Epic-Items, die bringen dir jetzt hier eh nichts mehr. Es sei denn, es wären Nax-Items, ne? Die würde es halt auch noch lange tragen, aber so ist es halt einfach nur sehr frustrierend. Naja, gut. Aber das war Molten Core. Trotzdem mega Raid. Ich mag ihn immer wieder. Er macht einfach Spaß. Ist nicht anspruchsvoll, aber ist einfach. Ja, nicht mal hübsch. Aber er ist einfach. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach der erste 40er Raid war oder ist, wo man immer drin war. Auch früher schon. Und das macht das einfach alles schon ein bisschen besonders. Naja. So, das war's dann mit Molten Core. Dann wird es also jetzt in der Woche auf jeden Fall streamtechnisch eher Mass Effect geben, weil ich ja keinen Content habe, um den. Die Priesterquest zu machen. Wenn der Pre-Patch rauskommt, denke ich, wird es eher einen Off-Stream-Tag mal geben, weil ich dann ein bisschen im WoW rumlaufen will. Vor allem, wenn das Aha auch wieder da ist, mal ein bisschen die Taschen leer machen. Schönen Tag auch. Aber ansonsten, ja, sieht man sich dann immer mal wieder in WoW mal sehen. Mögen die Reisen sicher was als nächstes ansteht.